Die Vergangenheit war für die ganzen Glücksritter auch ein Stück weit sogenannte Hoffnungsmakelei. Das wird jetzt in so einem Marktumfeld nicht mehr funktionieren. Das müssen wir uns aber auch ein bisschen genauer anschauen. Herzlich willkommen zu unserem Immolution Podcast. Nächste Folge: Immobilienverkauf in der aktuellen Marktphase. Und ich will es jetzt nicht nur auf das Thema Zinsen beziehen, denn im Prinzip haben wir ja jetzt wieder eine Krise oder eine Umkehr, so nach dem Motto, hey, es sind Tendenzen zu erkennen, dass Immobilien leichter zu bekommen sind. Also Akquise ist tatsächlich scheinbar wieder etwas leichter, höre ich allerorts. Und der Verkauf wird schwerer. Das heißt, wir haben letzte Woche noch einen Anruf bekommen von einer Teilnehmerin von uns, die in Baden-Württemberg wohnt, und sie sagte, ja, ich kenne hier viele Makler, und auf einmal die Nachfrage geht runter. Auch das gibt es gewisse regionale Unterschiede, habe ich schon mal in einem anderen Video erzählt. Wir wollen das aber mal tatsächlich ein bisschen genauer beleuchten, uns wirklich mal anschauen, was denn überhaupt die Hintergründe sind. Zuallererst mal müssen wir uns mal die Kundengruppen anschauen oder beziehungsweise die Objektarten anschauen. Kapitalanlagen sind definitiv schwerer. Warum? Weil Investoren, Kapitalanleger wesentlich zinsaffiner sind und vor allen Dingen auch jetzt gerade natürlich durch öffentliche Geschichten, durch medialen Trouble, der da im wahrsten Sinne des Wortes verursacht wird, natürlich so ein bisschen anfangen zu tricksen. Also Kaufangebote machen, die jenseits von Gut und Böse sind. Die glauben, in Düsseldorf man auf einmal jetzt vom 25-, 26-fachen auf das 13-, 14-fache runtergeht und so weiter. Also ich will das gar nicht im Detail großartig kommentieren. Diese Leute sind, wenn sie einen guten Deal machen können, dann sind die dabei. Ansonsten lassen die das. So, also hier haben wir auf jeden Fall da eine Situation, also ein Problem. Ein Problem ist eine Absicht gegen eine Absicht. Der Makler, also Verkäufer, wollen hochverkaufen und der Käufer will niedrig kaufen. Und dadurch entsteht eine gegensätzliche Zielsetzung. Ja? Daraus entsteht die geringe Nachfrage oder die geringen Angebote. Und das ist dann automatisch ein Problem. Das müssen wir uns aber auch ein bisschen genauer anschauen. Im Wohnimmobilienbereich ist es so, dass natürlich derjenige, der noch nicht wirklich 100% Druck auf der Pipeline hat, also nicht wirklich jetzt unbedingt kaufen muss, der ist natürlich eher nervös oder unsicher, etwas zu kaufen. Und wer unsicher ist, was macht der? Genau, der macht nichts. Jemand, der aber jetzt umziehen muss, jemand, der jetzt handeln muss oder handeln will, der wird in diesem Umfeld Dinge ausgleichen. Das heißt, er wird eher darüber nachdenken, okay, setze ich ein bisschen mehr Eigenkapital ein oder ich gehe vielleicht hin und sage, Mensch, ich zahle vielleicht ganz bar. Ja? Also unterschiedlichste Dinge. Was du aber als Immobilienmaklerin, als Immobilienmakler verstehen musst, ist, dass du immer etwas tun kannst. So, und hör vor allen Dingen auf, es auf den Markt zu schieben, sondern schau genau hin, was ist die Ursache des jeweiligen Objektes oder was ist das konkrete Problem beim jeweiligen Objekt. Ich versuche dir das einmal auf der Mikroebene zu erklären und auf der Makroebene, also auf der Marktebene, aber gleichzeitig auch auf der objektspezifischen Ebene. Und da musst du genau hinschauen. Wo ist die Ursache für, also die Ursache des Problems? Wo ist der wirkliche Fehler? Finde den Fehler. So, und da sind wir automatisch wieder bei der Qualifizierung des Verkäufers. Wir fangen wieder vorne an. Ist der Verkäufer wirklich sauber qualifiziert? Wir filetieren das jetzt. Ist der Verkäufer vernünftig qualifiziert worden? Will der wirklich verkaufen oder will der nur mal gucken? Also das heißt, wenn er nicht seinen Wunschpreis kriegt, dann wird er nicht verkaufen. So, oder hat der Verkäufer Druck? Also will er wirklich am Ende des Tages verkaufen? Und ich kann dir nur eins sagen, hüte dich vor Menschen, die zum jetzigen Zeitpunkt, eigentlich auch generell, nicht wirklich verkaufen wollen.
ich will noch nicht mal sagen müssen, sondern nicht wirklich verkaufen wollen. Das war schon immer ein Fehler und das wird immer ein Fehler bleiben. Der tut dir aber jetzt als Makler richtig weh. Also wenn du diesen Fehler jetzt machst, dann tut der richtig weh. Vorher, also noch vor einem halben, dreiviertel Jahr, hättest du dieses Thema noch irgendwie ausmanövrieren können, ja, oder dich daran vorbeischiffen können und wärst irgendwie noch mit einem guten Preis davongekommen und der Verkäufer hätte gesagt, okay, ja, zu dem Preis dann verkaufe ich. Jetzt aber nicht. Also die Vergangenheit war für die ganzen Glücksritter auch ein Stück weit sogenannte Hoffnungsmakelei. Das wird jetzt in so einem Marktumfeld nicht mehr funktionieren. Und damit sind wir bei einem wiederum sehr entscheidenden Thema. Eine Krise trifft immer die, die keine Rezepte, die keine Strategien, die auch keine Taktik haben, die trifft das immer ganz besonders. Also die keine Ahnung haben, auf gut Deutsch gesagt. Also wir gehen wieder zurück zum Einkauf. Qualifizierung. Zweiter Schritt. Gehen wir auf die Bewertung. Hast du dir die Immobilie wirklich genau angeschaut? Und da sind wir bei einem wiederum wichtigen Thema, nämlich dem Thema, wenn der Verkäufer, also wenn im aktuellen Umfeld, sagen wir mal, die Preise um zum Beispiel 20% nachgeben, dann ist es doch eigentlich logisch, dass ich mich bei einem Verkäufer nicht so positionieren kann oder überhaupt ihm nicht die Hoffnung machen kann, am Ende zu sagen, ja, du kriegst schon deinen Wunschpreis durch, sondern wir müssen auf der professionellen Ebene an das ganze Thema ran. Das heißt, wir müssen dem Verkäufer gute Daten geben, gute Daten aufbereiten, sehr genau erwägen, wie wurden die Immobilien in der Vergangenheit verkauft. Ha, das ist ja der Blick durch den Rückspiegel oder in den Rückspiegel. Das heißt, mit den Daten können wir schon gar nicht mehr so viel anfangen. Das heißt, wir müssen dem Verkäufer sagen, die Range liegt von bis. Ja? Und wenn wir eine große Anzahl an Kaufinteressenten anziehen wollen, was müssen wir automatisch tun? Wir müssen mit dem Kaufpreisangebot sehr genau und sehr gezielt und sehr zielsicher in den Markt reingehen, weil ein stabiles Datum musst du wissen, ist der Kaufpreis um 10% über dem Markt, sinkt die Nachfrage um bis zu 40%. Also macht es ja keinen Sinn, mit irgendwelchen Mondpreisen in den Markt zu gehen, weil dann liegt das Objekt. Also musst du da im Einkauf hier dich mit dem Verkäufer vernünftig einigen. Und das hat was mit Expertise zu tun. Und damit sind wir bei einem auch wiederum ganz wichtigen Punkt, weil wenn du in deiner Werbung, in deinem Marketing schon so wahrgenommen wirst, dass du Objekte zu jedem Preis reinnimmst oder aber du wahrgenommen wirst als Makler, der sein Handwerk wirklich versteht, also als Experte wahrgenommen wird, dann hast du ein ganz anderes Standing beim Verkäufer. Also hier ist Professionalität extrem wichtig. Ja, weil ansonsten bist du eine Lachnummer beim Verkäufer. Und Lachnummer zu sein, ist immer schwierig, dann Dinge durchzubekommen. Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Das heißt also, im Einkauf ist und bleibt die Lösung des Problems. Hol die Objekte sauber und ordentlich rein. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ja, wenn du natürlich auf das einzelne Objekt angewiesen bist und jetzt kommen wir zum Thema Mindset, du schon im Kopf hast, oh ja, genau, die Krise und alles ist ganz schwer und alles ist ganz schlimm, glaub mir eins, das schleppst du in deinem Rucksack mit, ja, und dann wird es doppelt schwer. Wenn du aber deinen Job im Verkauf, also von der Objektaufbereitung über die Bilder, über die 3D Rundgänge oder 360-Grad-Panorama-Rundgänge, je nach Kamera, tipptopp 1A-Exposés machst, das wirklich gut aufbereitest, du mit einem guten Angebot in den Markt hineingehst, ja, dann wirst du am Ende natürlich im Marktumfeld jetzt gerade vielleicht weniger Nachfrage generieren, aber du konzentrierst dich dann auch auf Menschen, die wirklich kaufen wollen. Ja, und du darfst auf gar keinen Fall nervös werden, weil du musst weitermachen. Auch hier
eine Sache, die sehr wichtig ist, je mehr Objekte du in der Vermarktung hast, ja, also schau, wenn du jetzt dich mit einem Objekt zum nächsten Objekt, zum nächsten Objekt, zum nächsten Objekt hangelst, ja, dann wirst du es schwerer haben, als wenn du natürlich ein Portfolio an Objekten hast. Das bringt dich sonst unheimlich in die Enge. Also konzentriere dich auf gar keinen Fall nur auf einzelne Objekte, sondern sieh zu, dass du dein Portfolio nach oben schiebst, um über verschiedenste Objekte mehr Nachfrage zu generieren, um dann sozusagen die unterschiedlichen Anfragen und Nachfragen von Kaufinteressenten auch miteinander mixen zu können, um damit ja sozusagen Cross-Selling, könnte man auch sagen, besser verkaufen zu können. So. Am Ende des Tages kann ich dir eine Sache definitiv sagen. Erstens, wenn du Objekte sauber einkaufst, keine Preisspielchen betreibst, drittens, die Objekte vom anderen Stern aufbereitest und vor allen Dingen jetzt dich nicht nur auf die Online-Portale verlässt, sondern eine wirklich gut gepflegte Kundendatenbank hast, auf die Käufer zugehst, mit Finanzierungsexperten zusammenarbeitest und sogenannte Zinsangebote, ja, und Zinsvarianten bzw. Finanzierungsvarianten reinholst und vor allen Dingen deine Käufer sehr, sehr gut informierst. Also du musst schon im Marketing, also sprich im Objektmarketing, extrem viel Gas geben, ja, weil die Kaufinteressenten sind verunsichert. Sie sind deshalb verunsichert, weil sie keine Ahnung haben, weil sie überhaupt nicht wissen, was da wirklich gerade abgeht. Ich sag mal, allzeit hoch oder durchschnittlicher Zins in der Baufinanzierung. Ja, das heißt, die Leute haben ja gar keinen Plan, was ist da passiert, weil die haben nur gerechnet auf den letzten, sagen wir mal, paar Jahren. Aber was in den letzten 20 Jahren passiert ist, das haben die nicht auf dem Schirm. Und vor allen Dingen darfst du auch eine Sache nicht vergessen, wer davon ausgegangen ist, dass diese Niedrigzinsen der letzten Jahre auf die nächsten Jahre so erhalten bleiben, der hat sich auch mit Sicherheit geirrt oder beziehungsweise hat aufs falsche Pferd gesetzt, weil das konnte gar nicht so weitergehen. Ja? Also auch hier bitte genau hinschauen, du musst die Leute richtig informieren, du musst die Leute abholen, du musst diese Unsicherheit der Käuferschichten beseitigen. Und das kannst du nur durch gut PR, durch gute Informationen, durch Finanzierungsbeispiele, die Leute abzuholen, sie zu fragen auch, also zu interviewen, die Käufer. Was ist denn konkret Ihre Meinung? Was ist denn konkret Ihre Einschätzung? Was glauben Sie, warum ist das ein Problem? Lassen Sie uns sprechen. Verstehst du, du musst dir die Gedanken, also die Probleme der Leute auch mal bewusst vor Augen führen und vor allen Dingen anhören. Und erst dann, wenn du dir sie wirklich anhörst, dann lösen sich viele Dinge schon in Luft auf. Ja? Das Hauptproblem ist doch, weil die meisten einfach nicht zuhören, ja, weil sie nicht die Probleme der Kaufinteressenten wirklich sehen und nicht verstehen. Sondern sagt, ja, ich sage ab wegen den Zinsen oder meine Finanzierung ist geplatzt. Ja? Okay, was ist denn konkret passiert, lieber Kunde? Erzählen Sie doch mal. Ja? So, und dann hole ich mir erstmal ein bisschen die Reality ab und merke überhaupt, was da wirklich los ist. Also all das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, dass du mit Leuten in Kommunikation gehen musst, gute Kommunikationslinien aufbauen musst. Und das alles sind sehr, sehr wichtige Themen, die dazu führen, dass du sozusagen mit deinen Kunden viel besser umgehen kannst, ja, und nicht mehr einfach nur in der Opferrolle bist und dir die Absagen einfängst, ja, das macht nämlich keinen Sinn, ja. Also das mal auf den Punkt gebracht sind die Dinge, die du tun kannst. Und eine Botschaft möchte ich dir auf jeden Fall geben. Fang an, wirklich echt Expertenverkauf, Immobilienverkauf mit Wow-Faktor zu machen und hör auf, dich auf diesen Lärm von außen zu fokussieren, sondern gebe bei jedem einzelnen Immobilienverkauf das Beste und entscheide dich für Immobilien, die du verkaufst, von denen du auch wirklich überzeugt bist
Und dann hast du ein ganz, ganz, also nicht mehr so einfach nur reinholen, was geht, ja, und um einfach nur einen Auftrag zu bekommen, sondern sprich mit den Leuten Klartext. Das ist die wichtigste Botschaft, die ich dir geben kann. Sprich mit den Leuten Klartext, hör ihnen zu, stell Fragen. Die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität der Antworten. Und dann wirst du extrem gute Kundenbeziehungen aufbauen und deine Objekte verkaufen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann kommentier gerne hier unter diesem Video und vor allen Dingen abonniere diesen Kanal, weil es wird Zeit, dass du ihn abonnierst, damit du kein Video verpasst. Und folge uns auf den sozialen Medien wie Instagram, TikTok und Facebook. Und ja, ich freue mich über einen Daumen hoch bei diesem Video. In diesem Sinne, mach's gut. Bis dahin.